Ich bin gerade kurz davor. Weiß ich was über die GDI? Im Sinne von. Nein, ich weiß nichts von den Titans. Schade eigentlich. Schade, dass wir da nichts haben, aber für eventuell die etwas noch wissen wollen aus den Naja gut, dann machen wir mal weiter. Schade eigentlich, aber ich dachte echt, da gäbe es mehr Infos. Oh, wir haben da schon ein bisschen was aus dem Sortiment wieder bekommen. Ja, ich glaube, langsam wächst unsere Armee etwas. Alle Systeme online. Aber wir sollten generell mal eine Reparaturstation aufbauen. Ich bin bereit. Weil es so kaputt, wie das hier wir alles ist. Uns, oh Gott. Einhalt geborgen. Bereit für den Feuersturm. Systeme aktiviert. Reparaturstation im Sinne von einfach eine zweite Fabrik daneben hinbauen. Mit der sich die ganzen Reparaturkreise decken. Dann kann ich die dazwischen reinstellen. Und sie werden in aller Ruhe repariert. Da sammeln sich schon wieder die nächsten Truppen. Yay. Ich bin begeistert, absolut nicht. Wir brennen. Wir werden siegen. Bereit für den Feuersturm. Flammenpanzer bereit. Unterstützung alle Systeme online. Endlich. Dann auf in den Kampf, Leute. Fangen wir an. Wart. Einheit wird angegriffen. Flammenpanzer bereit. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln hier. Wobei wir langsam einen ordentlichen Durchbruch kriegen. Hier liegen noch ein Haufen von den, von den Läuterern. Was? Woher? Oh Gott, ernsthaft? Wieso kommen die jetzt ausgesehen? Verzeihung. Verzeihung. Das mit dem Mute-Button-Mikro wird zu einer immer besseren Idee, glaube ich. Bau abgeschlossen, sehr gut. So. Als nächstes brauchen wir noch ein Kraftwerk. Ich kann Ihnen helfen. Die Bruderschaft vertraut mich sehr gut. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft vertraut. Es war vielleicht eine saublöde Idee, das hier um die Bärenfeld zu errichten. Führung für die Massen. Bereit für den Feuersturm. Die Bruderschaft vertraut. Alle Systeme. Du und du, ihr solltet vielleicht reparieren gehen. Ich höre.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wir können noch zwei brauchen für die Türme hier. Oh nein, 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 nein. Das Kraftwerk muss ausgebaut werden und dann. Hier hoch. Hey, Moment mal, da habe ich einen übersehen. Deswegen steht hier auch noch einer. Hey. Es wird uns gehören. Einheit geworden. Wart. Systeme aktiviert. Feindliche Basis in Sicht. Bereit für den Feuersturm. Ich marschiere voran. Die feindliche Basis in Sicht. Ihr trollt mich jetzt aber, oder? Mann, die sind so verdammt überpowered. Sie können zwar wirklich nur Lufteinheiten angreifen und sind sonst so ziemlich das Nutzloseste überhaupt. Alle Systeme bereit für den Feuersturm. Aber naja. Panzer bereit. Habe verstanden. Einheit gebaut. Bonusziel erreicht. So, und jetzt, Ladies and Gentlemen. Das jetzt. Geht's los. Ohne Gnade, ohne Tabu, straighter Vormarsch. Ups. Gebäude besetzt. Flammenpanzer bereit. Ich weiß, sie sind jetzt nicht unbedingt die gesündesten Einheiten, vor allem weil sie halt gerade. Oh, die können den Feinden. Ich glaube, die muss ich zerstören. Ich könnte sie doch selbst erobern, aber das wäre sinnfrei gerade. Ja, man kann die Läuterer halt mit Dingens aufrüsten, mit Laserkanonen, dann haben sie auch den Laser, den die Avatare original schon hatten. Macht nur wenig Sinn. Wie ihr vielleicht merkt, ist das herzlich, eher scheißegal. Aber der schönste Vorteil an den Läuterern ist, man sieht den Zielradius, in welches wir Flammen benutzen können. Das ist was, was ich beim, beim Hauptspiel eher vermisst habe, dass ich weiß, wie weit ich das benutzen kann. Muss ich das erobern oder zerstören? Okay. Und ihr seht schon, dieses Mal ist es die GDI, die ein Flüssig-Tiberium-Dingens bauen will. Das heißt, ja. Die Seiten wechseln sich ganz nett ab. Eigentlich braucht ihr gar nicht so viel Rücksicht nehmen. Ouch. Nein! Nein, Sir! Es gibt keine Hinweise auf Sabotage oder einen Anschlag! Nein! Nein, Sir! Es gibt keinerlei Hinweise auf Nord! Hören Sie, mir wurde gesagt, es war ein Unfall, verursacht! Unsere kleine Demonstration hat die Bestie geweckt. Es erheben sich die Menschen überall auf dem Planeten gegen die Tyrannei der GDI. Die Vorgänge sind in Bewegung, doch unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Wir müssen bauen. Wir müssen uns vorbereiten. Und du, mein Kind...
Du musst den nächsten Schritt deiner Entwicklung gehen. Selbst Kabal wird verblassen neben dir. Vorerst allerdings ist es Zeit zu schlafen. Zu schlafen. Und vielleicht zu träumen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, jetzt in der Zwischensequenz sind wir eigentlich nicht menschlich. Und das war auch alles zwischen 2. und 3. Tiberium-Krieg. Wie es jetzt weitergeht, seht ihr jetzt gleich. Es wird Zeit zu erwachen. Der Prophet rüstet sich für die Erlösung. Das Tiberium bedeckt fast den ganzen Planeten und breitet sich mit rasanter Geschwindigkeit weiter aus. Kanes Vision wird dann endlich Wirklichkeit. Endlich, Schwester? Du wirst doch nicht etwa die Geduld verlieren. Ich meinte es nicht respektlos, Eure Eminenz. Tut mir leid. Entschuldige dich nicht, Alexa. Unser Kampf dauert schon zu lange. Auch ich bin ungeduldig. Willkommen, mein Kind. Es ist gut, dass du wieder unter uns weilst. Du wirst feststellen, dass Äbtissin Alexa sehr leidenschaftlich ist in ihrem Glauben. Und sie steht treu hinter unserer Sache. Während du schläfst, haben wir ganz grandiose Fortschritte gemacht. Wir sind stark und wir sind vereint. Äbtissin, hast du Legion von der Philadelphia erzählt? Das wollte ich gerade, Eure Eminenz. Sie ist das Herz der GDI-Ionenabwehr und ihre Zerstörung ist erforderlich, um den Tacitus wiederzuerlangen. Ich brauche den Tacitus, mein Kind. Er ist das Fundament unserer Zukunft, der Schlüssel für die Erlösung, denn seine Macht und Weisheit übersteigen alles, wovon der Mensch je zu träumen wagte. Höre auf meine Schwester Alexa. Sie wird dich auf deinem Weg führen. Eine Vision. Ein Ziel. Ja. Während sie schliefen, naja, eigentlich könnte man auch du sagen, weil, ganz ehrlich, wir sind ein PC, verdammt nochmal. Wir sind ein strategischer PC. Und wir sind effizienter als die ganzen Commander, die da, die Kane bisher in den ganzen Spielen beauftragt hat. Ja, es ist sehr interessant irgendwie. Initialisiere Videoableg. Legion, unsere Waffen entsprechen noch nicht den Wünschen des Propheten. Sammle deine Truppen, infiltriere das südafrikanische Forschungszentrum der GDI und bring es für uns unter Kontrolle. Aber bitte sei vorsichtig. Gegen die Ionenkanone der GDI sind wir machtlos. Noch. Solltest du aber entdeckt werden, dürfte alles umsonst gewesen sein. Tonnenweise Stealth-Anlagen. Diese Kommandozentrale ist die Hauptverbindung des Archivs zum weltweiten Ionenkanonennetzwerk. Zerstören Sie sie. Legion, wir haben das weltweite Ionenkanonennetzwerk der GDI vorübergehend gestört. Zerstören Sie den Ionenkanonen-Uplink des Archivs, bevor dieser neu ausgerichtet wird. Feindliche Einheiten in Sicht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das wäre ich hier schon mal gewesen. Also? Shadow Team. Wie ist der Plan? Ihr seht schon, das Shadow Team hat auch eine neue, Konzentration. Dings bekommen, und zwar das Artillerie-Signal. Unterwegs. Aber das ist, ja. Komm schon. Wir haben unser Ziel.
auslöschen. Oh Mann. Ich hasse sowas, ganz ehrlich. Ich arbeite allein. Konzentriert euch. Es darf nicht existieren. Lautlos. Den Ionenkanonen-Ablink auszuschalten wird schon ein bisschen schwieriger. Da komme ich mit dem Kommando auch nur schwer hin. Autsch. Oh, da hinten sind MG-Türme.